Hi zusammen, ich wollte euch was mal zeigen, den Unterschied zwischen einem Fox Fulpes und den anderen Fulpes. Erstmal entschuldige ich mich, wenn ihr mich schlecht hört oder auch ein bisschen verzerrt hört. Ich bin erkältet und deswegen bitte ich da um Verzeihung. Ja, jetzt gehen wir mal ran an die Sache. Die Fox 9 Liveries, die unterscheiden sich in einer Form, dass die sind hier kantig oben, wie auch dieses hier. Das hat noch ein Metallliner dazwischen, besser gesagt zwei Stück, an jeder Seite eins, zwischen der Feder, also an der Seite der Federn, und stützt somit das Zerikote Holz. Und das ist das Micarta, Green Micarta. Das ist die alte Version. Die neue Version von Green Micarta sieht so aus. Die ist abgerundet. Und das finde ich mega cool, dass man die abgerundet hat, denn die liegt dadurch tausendmal besser in der Hand. Fühlt sich auch viel, viel besser an in der Hand. Ja, und so sieht's aus. Die restlichen alle, auch das Sonderstück ist hier, das ist auch aus Micarta und das ist auch kantig oben. Finde ich ein bisschen schade, dass das so gemacht wurde, aber da kann man so nichts dran ändern. Ja, und das wollte ich euch mal kurz präsentiert haben. Also ich finde diese neue Green Micarta-Version hier, die abgerundete, finde ich tausendmal besser. Sie liegt tausendmal besser in der Hand und ja, ist ein besseres Tastsinn, ne, oder besseres Gefühl in der Hand. Ja, das ist der Unterschied zwischen den Vieren. Die drei sind kantig. Ich zeige euch das nochmal in einer Aufnahme. Na, vielleicht sieht man das, vielleicht sieht man das auch nicht. Ihr müsstet mal so eine Version in der Hand haben. Dann könnt ihr es auch vergleichen. Diese ist relativ schwer mit dem Zerikoteholz. Und die hat hier noch Liner dazwischen. Ich hebe mal das Messer an. Hier seht ihr es, ne? Ja, und das ist der Unterschied zwischen den Vieren hier, die ich hier hingelegt habe. Ja, das war's. Das wollte ich euch mal kurz gezeigt haben. Also dieses Green Micarta gefällt mir richtig gut, weil es liegt wirklich gut in der Hand. Es fühlt sich total anders an als die anderen alle. Die sind kantiger, die sind in der Hand, fühlen die sich schon gut an, aber ist nicht das Wahre. Haben hier auch nicht abgerundete Kanten, ist auch nicht so schön gemacht. Und bei dem ist das wirklich richtig cool. Na, deswegen wollte ich euch mal den Unterschied dazu gezeigt haben. Weil der Doktor S oder wie er auch immer heißt, hat mich angeschrieben, dass ich mir diese Version hier geholt habe. Findet er richtig cool, die hat er auch. Und da wollte ich mal einen Unterschied zeigen von Fox 9 Livery zu Fox 9 Livery. Ja? Dass es da auch Unterschiede gibt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar freuen und wünsche euch dann noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Video, euer Blind EDC Micha.